Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Tramsim. Und natürlich, klar, Tramsim München ist heute rausgekommen und ich werde dann natürlich jetzt auch gleich ein Video zu machen. Fairerweise muss ich dazu sagen, das Video ist ein bisschen später entstanden, als ich ursprünglich gedacht hatte, aber Real Life kickt manchmal doch hart rein in manche Vorhaben und da ist auch zwischenzeitlich ein Hotfix erschienen. Ja, ich habe aber schon eine kleine Testfahrt vorgemacht und habe auch einige Steuerungen angepasst. Leider, ich weiß nicht, ob es an einem Hotfix lag oder ob er es nicht vernünftig gespeichert hatte. Sowas ähnliches gab es bei Wien ja auch, wobei ich mich dann immer frage, wieso solche Kinderkrankheiten wieder reinkommen. Ja, gut, ist jetzt halt so. Ich werde dieses Video wahrscheinlich etwas länger machen. Ich hätte erst gedacht, das in mehrere Teile zu splitten, bin dann aber dazu übergegangen zu sagen, hey, ich versuche das Ganze dann über Timestamps zu regeln. Das heißt, ich versuche das mal. Andere schaffen es auch, also denke ich mal, kriege ich das auch hin, hoffe ich zumindest. Das heißt, wenn euch irgendwas interessiert, eine gewisse Linie und so weiter, dann ja, schaut in die Timestamps. Beziehungsweise ja, müsst ihr auf der Playliste, müsste das ja auch irgendwie anzuzeigen sein. Naja, wenn ihr es seht, habe ich es geschafft. Wenn ihr es nicht seht, habe ich es irgendwie nicht hingekriegt. Aber doch, ich gehe mal davon aus, dass ihr es sehen werdet, wenn dieses Video online ist. Ja, und wie ihr mich kennt, versuche ich auch immer die neuesten Sachen zu zeigen, die dann Einzug gehalten haben. Bei Tramsim München ist das natürlich jetzt eine ganze Menge. A, eine neue Strecke. B, die Wettereffekte und die Jahreszeiten sind im Spiel. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Linie 23 an, von der Haltestelle Schwabing Nord Richtung Münchner Freiheit. Die ganze Startzeit ist um 9 Uhr. Spielen will ich das Ganze im Herbst. Das Wetter habe ich auf dynamisch eingestellt. Das kann man natürlich auch auf statisch lassen. Ja, und es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Habe ich mich vorher in meinem Testspiel etwas drüber aufgeregt, weil definitiv war Live-Wetter versprochen gewesen. Aber ich kann jetzt alle beruhigen, die jetzt rumzetern. Es ist drin. Nur nicht hier vorne. Warum? Kann ich nicht sagen. Das ist eine Entscheidung, die Vue abgetroffen hat. Aber wir werden es dann auch sehen. Ja, erweiterte Optionen. Klassisch, wie man sie aus Wien auch kennt. Weichenstörung. Automatisches Weichenstellen habe ich hier für München ausgestellt. Ich hoffe, das bricht mir nicht das Genick am Ende. Aber ja, ich versuche immer so realistisch wie möglich zu fahren. Fahrzeug aufrüsten machen wir in diesem Fall auch, weil ja, der neue Tram hier, nämlich die R2.2B, habe ich ja in einem Tramsim-Video noch nicht beim Aufrüsten gezeigt. Deswegen mache ich das jetzt einfach mit. Signalstörung mache ich auch realistisch. Wobei das ein bisschen fies ist, weil ich in meinem Testspiel festgestellt habe, dass manche Ampeln also für mich als Tramfahrer nicht so irgendwie funktioniert haben. Ich habe auch was gedacht, das ist ein Bug, aber ich komme mal drauf, wenn wir wieder in die Situation kommen, weil ich glaube, selbst da hat das Vue-App eventuell realistisch gehalten. Ne? So, aber die Signalstörung kennt man ja, wenn dann halt Ampeln ausfallen und blinken und sowas, das ist ja damit gemeint und von daher. Jo, fangen wir mal damit an und starten das Ganze. Ich hoffe, er hat jetzt auch die ganzen Einstellungen jetzt behalten, weil das ist recht nervig, wenn man einfach nur was zeigen und fahren will. Und ich habe auch keine Lust, noch stundenlang halt in den ganzen Bereich da die Steuerung einzustellen. So, wir gucken mal ein bisschen hier. Das Fahrzeug ist halt noch kalt. So, das erste, was wir aber machen müssen, das heißt machen müssen, aber sollten. So, gehen wir erstmal hier rein. Hier kann man auf jeden Fall noch mehr einstellen. So, ich mache mal den Nebel ein bisschen kleiner und gehe da mal auch raus. Übrigens, das Herbstwetter haben sie mittlerweile auch relativ gut hinbekommen. In den Beta-Videos zu Tramsim Wien, wo ja die Wettereffekte dann auch Einzug halten werden, die der gute Fabian von Aerosoft auf seinem Kanal immer zeigt. Sah das alles sehr, sehr orange aus. Mittlerweile finde ich eine super Farbauswahl, also das passt. Ich denke, hier da kann man sich mit Herbst auf jeden Fall anfreunden. Das ist top. So, ich schalte jetzt einfach mal spaßeshalber jetzt den Nebel auf ja, und wir sehen, es ist ein bisschen mehr Nebel, aber auch nicht so, wie ich jetzt gedacht hätte. Es geht. Ja, also die Sichtweite könnte ja noch ein bisschen geringer sein, aber es ist okay. Man sieht, dass es da einen Unterschied gibt. Ich stelle es trotzdem mal ungefähr wieder auf 50% zurück.
Das Ganze soll dann halt dynamisch auf sonnig übergeben. Ich habe ja eben gesagt, Live-Wetter ist drin. Das zeige ich aber dann, wenn wir an der Haltestelle Münchner Freiheit sind, weil ich fahre tatsächlich hier einen kompletten Umlauf. In dem Fall. Genau, so, dann müssen wir den Fahrplan. Hier ist es auch wieder ein bisschen anders als bei Tramsim Wien. Hier müssen wir jetzt natürlich die Linie 23 auswählen. Wagenumlauf 1. So, wir fahren aber den von Schwabing Nord bis zur Münchner Freiheit. Das heißt, wir müssen den nächsten Wagenumlauf nehmen um 9.15 Uhr. Wir müssen diesen Fahrplan hier auch nicht mehr bestätigen. Wahrscheinlich können wir ihn dann hier nur abbrechen. Ich denke mal, das ist jetzt einfach so eingestellt, dass das, was hier eingestellt ist, auch gilt. Das heißt, 9.15 Uhr müssen wir Schwabing Nord losfahren. Und da ich den ganzen Aufrufsvorgang noch habe, denke ich, fangen wir bei 9 Uhr, ja, 3 Minuten. Ja, machen wir 4 Minuten. Ich bin mir manchmal immer noch ein bisschen unsicher. Und, naja gut, und selbst wenn, hätten wir dann halt Verspätung. So, wir haben jetzt alles eingestellt. Wir hüpfen wieder in die Bahn. Wir sehen alles dunkel. Wir rüsten das Ding auf. Und zwar müssen wir hier diese kleine Klappe entfernen. Hier den Schlüssel für die Batterie-Hauptschalter einstecken, den einmal umlegen, dann sehen wir hier auch schon Spannung, Licht an, alles im grünen Bereich. Ziehen den Schlüssel hier wieder raus, stecken den da rein und machen jetzt den Stromabnehmer nach oben. Zack, da oben ist er. Dann müssen wir noch den Hauptschalter anmachen. Die Beleuchtung hinten im Fahrgastraum. Wir sehen, das leuchtet jetzt auch. Sollte man, glaube ich, bei dem diesigen Wetter machen. Dann müssen wir hier einmal einstellen, dass wir vorwärts fahren. Und dann müssen wir noch die Feststellbremse rausnehmen. Und schon sagt uns Tramsim, jawohl, Aufrüstvorgang abgeschlossen. Jetzt müssen wir unser Ibis hier noch füttern. Das ist hier ein wenig hakelig, die 1. Ja, jetzt geht es gerade mal. So, da können wir erstmal eingeben, was wir wollen. So, oh, okay. Da hat er eben eigentlich... Okay, das war jetzt blöd. Also machen wir das Ganze nochmal anders. Fahrernummer. Codenummer. Genau, jetzt Liniekurs. Hier müssen wir jetzt die 2301 angeben. Jetzt hat er wieder mit der 1 Probleme. Zack. So, und hier haben wir jetzt genau die Fahrt, die wir machen wollen. 9.15 Uhr ab Richtung Münchner Freiheit. Das heißt, wir bestätigen das Ganze jetzt nochmal. Und jetzt sollte das Ganze auch außen beschildert sein. So sieht es aus. Das passt. Genau. So, und hier können wir auch noch sehen, wir müssen in 2 Minuten abfahren. Das heißt, wir fahren jetzt vorne weg. Hier sehen wir, die Ampel ist gerade ausgeschaltet. Das ist richtig, weil da warten unsere Fahrgäste. So, die Haltestellenbremse noch raus. Ne, das war es auch nicht. Jetzt fährt sie. Das ist komisch. Ich habe noch keine Erklärung, warum das jetzt fährt oder nicht fährt. So, das X, glaube ich, zeigt an, dass wir jetzt die Weiche nicht mehr manuell hier verstellen können. Das heißt, da hätten wir jetzt aussteigen müssen, das Weichenstelleisen nehmen und dann per Hand das Ganze noch stellen müssen. So, und hier sehen wir die nächste Neuerung. Aber die haben ja... Das war so ein bisschen, ja, sollte trotzdem gehen. Ja, dann machen wir eine Freigabe auf. Beziehungsweise die erste Tür machen wir komplett auf. Da kommt nämlich der Rollstuhlfahrer. Der ist aber in jedem Video, was ich bisher gesehen habe, na, bist du offen? So, Haltestellenbremse rein. Das ist wohl ganz wichtig, sonst funktioniert der ganze Kram nämlich nicht. Und wir fahren die Rampe aus. Weil da bin ich nämlich die ganze Zeit dran verzweifelt. Ich denke so, das gibt's doch gar nicht. Wieso gibt's das nicht so? Jetzt ist das in die Stellung gefahren. Einmal loslassen und nochmal drücken. Und jetzt müsste der Rollstuhlfahrer reinkommen. Das tut er. So, und dann fahren wir das Ganze jetzt das bisschen hoch, dass er da ganz normal reinfahren kann. Jawohl, er ist drin. Und jetzt fahren wir die ganze Rollstuhlrampe wieder ein. Wie gesagt, nicht vergessen, Haltestellenbremse muss rein. So, da ist das Ding drin. Wir gucken mal auf den Tacho. Wir haben noch eine Minute Zeit, theoretisch, loszufahren. Das heißt, wir machen die... Ne, die vordere Tür habe ich ja schon zugemacht. Wir lassen die Freigabe aber noch drin, weil wir müssen ja noch nicht losfahren.
Genau, ansonsten lässt sich fast alles hier bedienen. Da kommt schon unser Kollege. Also auch hier ist jetzt in der Release-Version, die zieht allerdings hier hinten, hat man, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, so ein bisschen so ein Nachzieh-Effekt. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. So, wir können jetzt aber losfahren. Freigabe raus. Haltestellenbremse noch drin. Ja, ganz beliebter Fehler. Unterschied zu Wien, dort passiert das automatisch, dass diese Haltestellenbremsen aktiv werden. Noch einen Tacken zu früh abgefahren. Genau, das ist unsere nächste Haltestelle. Diesen Streifen hier sollte man möglichst anhalten. Das ist irgendwie wieder für Blinde halt, dass die dann den Einstieg gar nicht direkt finden. So, alle sind drin. KI ist irgendwie, also die aussteigen, die despawnen irgendwie gleich immer. Ist mir aufgefallen, hier habe ich die Haltestellenbremse nicht genutzt, weil wir anscheinend ziemlich eben sind. Von daher, die Bahn hat sich nicht bewegt. Muss man halt, wie gesagt, ganz klar dran denken, das ist der ganz große Unterschied zu Wien und der Straßenbahn. Ja, wie gesagt, KI-technisch. An die Albersstraße. KI-technisch. Ja, die Klingel reagiert auch sehr verzögert, wenn ich drauf drücke, muss ich sagen. Ich habe ja nebenbei so meinen zweiten Monitor laufen, wo ich ja die Aufnahme gerade sehe. Ich weiß natürlich jetzt nicht, also in diesem Vorschau-Ding ruckelt es ein ganz klein wenig. Im Spiel läuft es aktuell selber sehr flüssig, muss ich sagen. Also da hatte ich auch ein bisschen Angst, wobei ich nicht weiß, ob es auch mit den Wettereinstellungen zu tun hat, weil nicht so viel gezeigt wird oder sonst irgendwas. So, schnell Freigabe raus. Ob wir hier noch rüberkommen. Ja, hier fahren auch noch keine Autos lang. Das wollten sie eigentlich auch noch ändern. Aber das war eigentlich meiner Meinung nach abzusehen, dass noch nicht alles behoben sein wird. Fahren wir hier über eine schöne Brücke. Echt schon, wenn man von der Brücke runterkommt, ein bisschen mehr ins Gas gehen. Ins Gas gehen. Gegenteil ist der Fall. Natürlich bremsen, das habe ich gerade gemerkt. So, die spawnen direkt. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Vielleicht wird das noch gemacht. Ich denke mal, da sind die KI-Pfade bei den Haltestellen noch nicht fertig. So, wie sieht's aus? Jo, passt. Wir können also fahren. Man kann natürlich anstatt der Haltestellenbremse, kann man natürlich auch den Bremshebel, also den Sollwertgeber, komplett nach hinten ziehen. Keine Ahnung, ob man an der Stelle klingelt, aber wenn da so ein Fußgängerüberweg ist, macht das Sinn. So, jetzt kommt gleich die Kurve. Es gibt übrigens eine Führerstandsmitfahrt von dieser Linie auf YouTube. Da kann man sich die Strecke mal in Real ansehen, wobei die da alle schon ein bisschen älter ist. Da ist auf jeden Fall der Kollege. Ja, und hier sitzen auch endlich mal Leute drin. So, hier ist ein Haltewunsch. Die Frage ist jetzt, will jetzt der Rollstuhlfahrer aussteigen? Das testen wir gleich mal. Weil ich glaube, das hat jetzt zum ersten Mal.
Stellenbremse rein. Ich fahre das Ding jetzt einfach mal aus. Mal gucken, ob er aussteigt. Weil ich meine, das hat die ganze Zeit nicht gepiept. Eigentlich finde ich ja, der Haltestellenwunsch ist ja für... er fährt tatsächlich raus. Okay. Gut. Ist das jetzt eigentlich das erste Mal, dass jemand im Video zeigt, wie jemand, wie so ein Rollstuhlfahrer aussteigt? Bin mir nicht sicher, weil ich habe das in noch keinem Video gesehen. Okay. Vergiss, was er jetzt da macht. Ja. Wobei es irgendwie macht jetzt nur Wheelie. Ja gut, aber ich hatte ja gesagt, da sind noch etliche Bugs drin. Also das war mir eigentlich schon klar. Aber nicht schlimm. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir uns wahrscheinlich jetzt so eine kleine Verspätung einheimsen werden. So, aber er zieht wenigstens von dann. So, weil bei meiner Testfahrt... Oh, ne, jetzt geht's perfekt, okay. Weil hier, seht ihr diesen Kasten hier, da kann man draufklicken. Das ist zwar ein Schlüsselloch. Aber einen passenden Schlüssel hatte ich nicht. Ich habe trotzdem mal draufgeklickt und hatte das Gefühl, das ist das, wo ich sagte, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das U-App so vorgesehen hatte. Weil manchmal gibt es ja so Situationen, wie zum Beispiel beim Lotus Addon Düsseldorf, diese Endhaltestelle, Lyrik, da muss man ja auch dann da irgendwie drauf drücken und so weiter, damit man dann die Fahrtfreigabe bekommt, um dort von dieser Wendeschleife abzufahren. So, war ich jetzt richtig gestellt, habe ich schon geguckt eben. Ist bei der Linie auch relativ einfach. Bei der 27, 28 könnte das ein bisschen komplizierter werden. Potsdamer Straße. Auch die KI hat hier noch einige Aussetzer, wobei es geht. Also vorher war es schlimmer. Wir dürfen fahren, sehr schön. Sieht jetzt alles ein bisschen geordneter aus, bis auf das Fahrzeug, was auch ein Vorderrad-Wheelie macht. Heißt das Wheelie? Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung davon, aber ihr wisst, was ich meine. Können wir auch durchfahren, sehr schön grüne Welle. Mit dem Beschleunigungs- und Bremsverhalten muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, weil ich tatsächlich von meinem Trustmaster Joystick jetzt den Brems- und Schubhebel benutze, während ich bei Trams in Wien bei allen Bahnen wirklich den Joystick selbst benutze. Das ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes. So, dann nähern wir uns eigentlich auch schon der Endhaltestelle. Schon 3 Minuten Verspätung. Ja gut, der Rollstuhlfahrer, ne? Das ist nicht an allem schuld, aber hat natürlich was damit zu tun. Hier fehlt die Ansage irgendwie für die Endhaltestelle. Fahren. Ne? Ja, da ist die Ampel, gut, gar nicht gesehen. Oh, schnell rüber. Ja, also performance-technisch hat Urb auf jeden Fall noch was rausgeholt. Also ich hatte auch ein bisschen Bedenken, als ich so ein paar Videos von YouTubern gesehen habe, die so eine Vorabversion bekommen haben und die irgendwie ab Samstag, glaube ich, zeigen durften. Da hat es mich teilweise dann auch doch ein bisschen geschüttelt. Mit der Weitsicht halte ich mich mit dem Statement erstmal zurück, weil der Nebel verdeckt hier natürlich auch eine Menge. Ja, und ich hätte vielleicht dieses dynamische Wetter auf sehr schnell stellen sollen, weil wie wir sehen, es ist immer noch neblig und viel sonniger geworden ist es nicht.
Also wir haben ein bisschen Verspätung, aber ja, das gehört halt dazu. Ich weiß gar nicht, ob das im realen Leben auch so ist, dass die Ampel, Autoampel halt schneller grün ist. Hier, das finde ich zum Beispiel gut, dass sie daran gedacht haben, dass man hier nicht ins Leere guckt, sondern wirklich da was sieht. So, ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Zeit hier. Wobei ich befürchte, dass wir jetzt den Bug schon haben, dass einfach keine Fahrgäste mehr da sind. Aber ich fahre jetzt trotzdem mal das Stück zurück. Wer mein Lotus-Video von damals kennt, da gab es ja so gut wie gar keine Fahrgäste, von daher... So, also aussteigen wollen, glaube ich, einige, ja. Aber wie gesagt, die despawnen ja und da draußen steht halt irgendwie nichts. Aber er hat schon umgeschwenkt auf Schwabing Nord, das passt, da brauchen wir also nichts machen. Und wir müssen 1,5 Minuten losfahren. Und dann würde ich sagen, so wie ich das gesagt habe, schwenke ich jetzt mal um auf das Live-Wetter. Was haben wir nämlich hier? So, und ViewApp macht das anscheinend sogar so, dass man jetzt, und das ist halt eine Neuigkeit, die ich so auch noch nicht wusste, dass man jetzt einen Standort eingeben könnte. So. Wer es natürlich ganz realistisch haben will, soll das Fahrzeugstand, den Fahrzeugstandort verwenden. Das heißt, er nimmt jetzt München. Und ich habe keine Ahnung, wie es in München gerade aussieht. Deswegen drücken wir jetzt hier einfach auf Weiter. Er zieht sich jetzt die Daten. Und wir sehen, es ist in München anscheinend gerade sehr bewölkt. Und ich kann nur sagen, liebes ViewApp, ich bin so froh, dass diese komischen flachen Wolken, die es in Tramsim Wien ja noch gibt, aber ja bald auch der Vergangenheit angehören, endlich Geschichte sind und wir mehr so vernünftigen Himmel haben. Also danke, danke, danke. Dass ich bin ja, wer meine Videos kennt, habe ich mich öfters zu geäußert, ich bin ja ein absoluter Immersionstyp und das erhöht die Immersion maximal. So, 1 Minute noch. Hier ist auch nochmal so ein Kasten. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob er mich vorher hier rauslässt oder ob ich das Ding betätigen muss, damit ich mir eine Anforderung hole, damit ich hier losfahren kann. Weil hier würde es ja sogar Sinn machen, weil ich bin ja hier an einer Endhaltestelle. Und warum sollten die Autos da irgendwie halten müssen? Ja, wenn die Straßenbahn eigentlich noch gar keine Anstalt macht zu fahren. Und ich denke mal, das wird so funktionieren. Wir warten jetzt noch mal ein bisschen. Eine halbe Minute haben wir noch. Ob er automatisch umspringt. Was ich vorher ich glaube, das ist nämlich das, was ich machen muss. Weil hier die Ampel ist jetzt rot, die Fußgängerampel. Mal gucken, ob was passiert. Ich mache schon mal die Freigabe raus. Ich zeige es einfach mal. Ist ja, tut ja nicht weh. So, ne, hier kann man jetzt nämlich draufklicken. Auch wenn man jetzt keinen richtigen Schlüssel reinmachen kann. So, jetzt hat man natürlich noch Zeit, wieder in die Bahn zu gehen. Tür zu. So, bin ich mal gespannt, ob wir jetzt gleich ein Signal bekommen. Ja. Ich vermute mal, das müssen wir als Straßenbahnfahrer machen, damit wir hier runterfahren dürfen und nicht den Autoverkehr sinnlos anhalten. Aber vielleicht ist das Ganze auch schon im Potsdamer Straße. Vielleicht ist das Ganze auch schon im Tutorial erklärt worden. Das habe ich nicht gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Dass es da irgendwo drinne vorkommt. Ich meine aber auch schon sogenannte Bug-Reports gelesen zu haben, wo dann Leute meinten, hey Leute, der gibt mir kein Fahrsignal. Fahren wir da noch drüber? Ne, da sind die Autos noch. Hätten wir eventuell die Kreuzung blockiert. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, auf jeden Fall atmosphärisch sensationell jetzt mit den richtig dicken Wolken und so weiter. Ja, und der Autoverkehr sieht tatsächlich, da seht ihr diese Schlieren.
Da sieht man so Schlieren teilweise bei manchen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber das denke ich mal, selbst wenn das auf irgendeinem Bug-Report steht, das wird definitiv geringere Priorität bei Vue-App haben. Ja, ich bin mal gespannt, ob diese kleinen Mikroruckler in meinem Abschlussvideo dann halt auch noch drin sind. Oder ob das nur in der Vorschau jetzt so ein bisschen ruckeliger aussieht. Vielleicht wird es mal an der Zeit ein bisschen Geld investieren für eine richtige Capture-Card. Momentan läuft das ja über meine Grafikkarte, die das Ganze aufnimmt. Also wenn ihr da so einen Mikroruckler seht in dem Video, kann das an der Aufnahme liegen. Die habe ich hier im richtigen Spiel nicht. Wenn es größere Ruckler gibt, so eine halbe Sekunde oder Sekunde, dann kommt es vom Spiel. So wie jetzt zum Beispiel. Das war jetzt vom Spiel. Das habe ich jetzt natürlich auch gemerkt im Hauptspiel. Aber das ist ja bei weitem noch nicht so radikal, wie man es in den ganzen Vorschau-Videos gesehen hat. Ja, ich bin momentan positiv überrascht. Ich weiß nicht, ob das der komplette Hotfix jetzt schon alles gerichtet hat. Also die Patchnotes sahen auf jeden Fall nicht so groß aus. Aber das sieht um wesentlich besser aus als in meinem Testspiel. Also das Verhalten von der KI und so weiter. Okay, gut, eben habe ich es gesagt, jetzt passiert es hier doch einmal. Aber das ist jetzt nur einmal passiert. Vorhin passierte das die ganze Zeit. Ah, die halten an, sehr schön. Oder bleiben stehen, nicht anhalten. Ja, ich weiß nicht, warum die Bahn jetzt hier nicht fährt. Die müsste ja auch ein Fahrsignal haben. Das war in meinem Testspiel nämlich dann auch mal so ein Problem. Dass die Straßenbahn vor einem stand und man selber nicht weiterkam. Ich sag das Ganze auch mal von außen. Also das ist schon... Ja, fühlt sich an wie Herbst, wie gesagt, mit der Bewölkung. Das nenne ich Bewölkung. Und nicht dieses komische, flache 2D-Ding, was bisher auch in Trams in Vienna, also Trams in Wien, seit Release drin war. So macht das Spaß. So, Pünktlichkeit kriegen wir auf jeden Fall noch einige Punkte, das passt. Von einem Bug zu erzählen, den ich hatte, wo ich vorhin das Live-Wetter eingestellt hatte, da war es sonnig, mit so leichten Wolken. Und da war aber hier in diesem Bereich, wo der Scheibenwischer ist, kamen regelmäßig Tropfen drauf. Also hier überall nicht, aber hier in der Mitte, wo der Scheibenwischer ist, so Mini-Tropfen. Da musste ich teilweise wirklich den Scheibenwischer anmachen, damit ich noch irgendwas sehe. Aber ich denke mal, das wird auch irgendwann mal gefixt. Oh, jetzt habe ich tatsächlich mal nicht auf die Weiche geachtet, aber sie steht Gott sei Dank richtig. So, das müsste doch mein Signal sein. Das andere müsste ja für nach links sein. Das soll, wenn ich das richtig verstanden habe, übrigens die Verbindungsstrecke zu den anderen beiden Linien sein. Stand bei der letzten Haltestelle eben... Fahrgäste? Ich glaube, ja, da standen welche, ne? Gut, wäre ja auch nicht ungewöhnlich, dass es mal Haltestellen gibt, wo keine Leute stehen. Das wäre ja nicht das erste Mal. Also ich hoffe, das fixen sie noch, dass die Leute wirklich richtig aussteigen. Das ist ja halt nur ein Immersionsfaktor. Hier auch so im Sonnenlicht jetzt morgens um, wie spät haben wir es jetzt? 9.33 Uhr. Oh! Jetzt fahren? Ich glaube schon, ne? Ja, die haben rot. Das hier, oh, Gebäude sind hier despawned. Das ist natürlich für mich so ein kleiner Killer. Vue-App, guckt euch das noch an. Da, jetzt kommen sie wieder. Die waren nämlich eben eins schon da. Nein, hier ist der Streifen. Da muss Vue-App noch mal ran. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ja, ich kann verstehen, wenn das Bugs sind oder Fehler, die erstmal auf der Prioritätenliste ganz, ganz hinten stehen. Im 10er... Im 10er Dev Diary, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Dev Update,
Wurde ja mal so ein bisschen so gesprochen, so über ein Jahr DramSim und so weiter. Und da wurde jetzt irgendwie mitgeteilt, dass die wohl, wenn ich das richtig verstanden, nur 10 Mitarbeiter hatten. Da hätte ich auch doch gedacht, dass sie ein paar mehr haben. Am Münchner Tor. Aber auch diese Vegetation hier, Weltklasse. Ein bisschen spät geklingelt, aber so auch diese Lichtstimmung jetzt. Wobei das Wetter jetzt sehr schnell umgeschlagen ist, von stark bewölkt auf fast wolkenlos. Also der Fabian hatte ja bestätigt, dass sie, weil ich hatte ja vermutet, dass das Live-Wetter am Anfang nur abgefragt wird und dann bleibt es halt so lange, wie man spielt. Tatsächlich soll es laut Fabian so sein, dass das Wetter regelmäßig abgefragt wird und dann halt umgestellt wird. Gut, man müsste jetzt mal vielleicht nach hinten gucken, aber da ist auch sonnig. Wenn da jetzt noch eine Wolkendecke gewesen wäre, hätte ich jetzt gesagt, okay. Gebremst, aber ja, wir mussten hier halten. Das hilft alles nichts, auch wenn hier noch keine KI verkehrt. Ja, also den Herbst haben sie jetzt richtig gut hingekriegt. Damit kann ich mich anfreunden. Das passt. Ja, aber wie gesagt, standen jetzt wieder keine Leute an der Haltestelle. Also es wäre schon möglich, dass da jetzt doch, also Bug noch ist. Weil das hatte ich mein Probespiel auch. Da gab es ab einer gewissen Strecke keine KI-Passanten mehr. Also Autos gab es immer, die sind aber gefahren wie die letzten Menschen. Das ist definitiv jetzt besser, oder ich habe jetzt einfach nur Glück gehabt. Dormarkstraße. Das kann natürlich sein, dass ich da einfach nur Glück gehabt habe. Sieht so aus. Na Junge, also hier muss man, na Ruhe, hier kann man ja ruhig schneller fahren eigentlich. Da so ein bisschen die Verspätung wieder rauszuholen. Machen wir es jetzt so ein bisschen wie damals im Lotus München Add-on. Wir halten jetzt einfach an den Haltestellen, obwohl da keine Passanten sind, einfach um das Gefühl zu haben. Bahn müsst ihr ja. Ach ne, eine Dame sitzt noch drin. So, jetzt kommen wir eigentlich schon zur Endhaltestelle. Schwabing Nord. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change, please. Scheinbar haben sie die Ansagen jetzt doch wieder ein bisschen lauter gemacht. In einigen Videos hatten sich ja auch ein paar Leute beschwert, dass die zu leise wären. Ich fand das gerade richtig, weil das ja eigentlich eine Ansage für den Innenraum ist. Für die Fahrgäste. Jetzt klingt es allerdings wieder so, als ob für den Fahrer wichtig wäre. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anhalten muss. Ich glaube, hier muss ich auch ganz vorne anhalten. So, und dann machen wir jetzt mal komplett alle Türen auf. Das ist, ja, die Dame wollte auch noch Schwabing Nord. Ja, ich würde sagen, mit diesen wunderbaren, stimmungsvollen Bildern würde ich sagen, wechseln wir auf die Linie 28. Vom Scheidplatz bis zum Sendlinger Tor.
Denn das ist ja auch die Lotus-Folge, die ich damals aufgenommen habe, als es das Video zu Lotus München gemacht hatte. Ich verlinke das auch sicherheitshalber einfach nochmal, wer Bock hat, sich das anzugucken, unten in der Beschreibung. Um all da auch sich vielleicht mal so einen Vergleich anzugucken, wie es halt in Lotus aussah. Und ich denke, ja, so können wir vorbleiben. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder am Scheidplatz. So, weiter geht es hier am Scheidplatz. Wir wollen um 14.32 Uhr Richtung Sendlinger Tor fahren. Das Ganze ist eingestellt. So, und ihr seht, ich habe Winter mal eingestellt. Und wollte so um die 15 Uhr rumfahren. Leute, die meinen Kommentar eventuell unter Fabians Video gesehen haben, können eventuell erahnen, warum ich das gemacht habe. Denn, ja, es war mir zu duster um 15.01 Uhr. Also in München um die Zeit. Das war mir eigentlich klar, dass das Spiel so nicht lassen kann. Und siehe da, sie haben es auch nicht so gelassen. Ich glaube, für den Scheibenwischer habe ich jetzt hier noch kein Hotkey gesetzt. Das macht aber auch nichts. So aufgerüstet ist eigentlich alles. Was funktioniert jetzt wieder nicht? Das ist raus. Das ist wie eben schon. Wir stellen das Ganze mal wieder so. Auf Nullstellung ist das Ganze. Ja, passt. So. Oh, super. Wir können auch direkt fahren. Genau, jetzt schauen wir uns mal München im Winter an. Wie gesagt, wir fahren die Linie 28. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich hier die Weichenstellung sehe. Wir stellen die mal gleich nach rechts. Jawohl. Nach links. Wie komme ich denn auf rechts? Genau, das ist, weil da muss ich nämlich hin tatsächlich. Da warten meine Fahrgäste, während auf der anderen Seite die 12 hält. Und auch hier hat ViewApp Wort gehalten. Die Leute haben alles etwas dickere Klamotten an und da ist auch schon wieder ein Rollstuhlfahrer. Genau, und ab dem Punkt ist es halt genauso wie jetzt. Gut, der Rollstuhlfahrer sollte sich auf jeden Fall dicker anziehen. Und vor allen Dingen sollte er mal von seinem Sanitätshaus einen Schlupfsack kriegen. So, Haltestelle rein, zack, dann. Das können, muss ich glaube ich auch eleganter lösen irgendwie. Sonst hat er immer den Eindruck, ich mache vor seiner Nase die Tür zu. Gut, so, wann müssen wir losfahren? Steht gar nicht dabei. Das ist schlecht. Ich hätte gesagt, um 14.32 Uhr müssen wir los. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen. Dann machen wir die Fronttür wieder zu. Ja, aber auch hier finde ich sehr atmosphärisch. Keine Blätter mehr an den Bäumen. Und genau an der Stelle beginnt ja auch das Lotus-Video, wie gesagt, von 2019 müsste das mittlerweile sein. Ich verlinke das mal unten in die Beschreibung. Ja, und ich denke, wir können jetzt auch schon mal langsam losfahren. Jawohl, hier scheint es eine Ampelstörung zu geben. Oh, jetzt habe ich ja genau Pünktlichkeit getroffen. 20 Punkte ist, glaube ich, das Höchste, was du kriegen kannst. So, die Ampel ist, die Ampel, Gott. Die Ampel zeigt mir zumindest an, dass die Weiche richtig gestellt ist. Das Gute bei der ganzen Geschichte ist nämlich, dass ich... Karl-Theodor-Straße. Ich habe übrigens mal den Sound etwas leise gemacht. Ich hoffe, man kriegt es mit. Ich weiß nicht, ob das Spiel das übernimmt. Ich habe natürlich meine eine Aufnahme von eben mal so ein bisschen gegengecheckt und der war doch ein bisschen arg laut, aber man konnte mich gerade noch so verstehen. Ich hoffe, das ist jetzt ein wenig besser. Wie gesagt, wird ein langes Video. Und ich bin immer noch zu diesem Zeitpunkt gespannt, ob das mit den Timestamps was wird. So, die Frage ist jetzt, muss ich hier, weil hier sehe ich jetzt nichts zum drauf
drücken drauf. Ob der mich dann jetzt irgendwann mal lässt oder hätte ich vorher auch irgendwo drauf drücken müssen. Weil hier haben wir ja eine ähnliche Sache wie bei der Linie 23 an der Münchner Freiheit. Solange ja keine Bahn von der Wendeschleife runterfahren will. Aber eigentlich müsste man das jetzt hier... Ja, hier ist jetzt schon wieder grün. Das ist klar, dass wir da nicht fahren können. So, ich warte jetzt einfach mal ab hier. Wenn jetzt hier für die Fußgänger gleich wieder rot ist, heißt ja, ich dürfte ja fast schon fahren. Dann halte ich die Augen aufs Auto. Ja, und die verschwinden dann hier. Also da... Gut, ich nehme das jetzt mal so hin, weil das jetzt nichts gravierendes, kritisches ist. Ich habe übrigens jetzt auch wieder dynamisches Wetter insofern eingestellt, dass es von Schnee auf nur bewölkt übergeht. Weil das dauert jetzt hier eigentlich schon wieder viel zu lange. So lange durfte ich hier eigentlich nicht stehen. Wow, die rast hier aber auch lang. Aber was auf jeden Fall, ja... Also vielleicht ist es wirklich in den Tutorials erklärt. Falls das so sein sollte, dann bitte ich um Entschuldigung. Dann habe ich das total verkackt. Deswegen, ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt dauernd nach Bug, Bug, Bug schreit. Aber ich glaube, damit wir hier mal vorwärts kommen, fahre ich jetzt einfach mal. Und hier kann ich aus der Distanz schon so ein bisschen erkennen, dass... Auch wenn das natürlich jetzt hier durch die Wettereffekte natürlich alles noch ein bisschen nebliger ist. Also das finde ich zum Beispiel sehr geil hier, dass einem die Schneeflocken wirklich entgegenkommen. So, wie gesagt, es ist jetzt neblig hier. Ich kann das jetzt mit der Weitsicht nicht entscheiden, ob sie das gefixt haben, weil das war teilweise auch wirklich in den letzten Videos, die ich gesehen habe, für mich absoluter Immersionsbreaker. So ist es, wäre es dann halt erträglich. Aber ich weiß ja schon, welche Jahreszeit ich dann einstelle, wenn wir vom Sendlinger Tor zum Petulring fahren. Und hier machen wir keinen kompletten Umlauf. Also hier fahre ich nie vom Petulring wieder zum Sendlinger Tor und dann wieder zum Schaltplatz zurück. Also das gibt jetzt quasi nur mal einmal so eine Richtung. So, hier haben wir die ganzen KI-Probleme noch mehr oder weniger. Aber da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das im Laufe der Zeit fixen können. Also das sieht auf jeden Fall auch schon besser aus als in den Vorschau-Videos. Mir gefallen jetzt hier auch die kleinen Details, dass der Schnee auch wirklich hier oben auf den Ampeln drauf liegt. Was ich dazu sagen muss, eigentlich ist Regen eingestellt, ja. Das heißt, ViewApp hat das Gott sei Dank so gemacht, dass dann, wenn man Regen einstellt, dass es dann halt einfach Schnee ist im Winter, was ja auch Sinn macht. Hier haben wir auf jeden Fall wieder Fahrgäste, die zusteigen wollen. Die Haltestelle scheint zumindest an dem Punkt auch komplett geräumt zu sein. So, und ich vermute mal, der Haltewunsch ist halt echt auf den Rollstuhlfahrer zugeschnitten. Also ich kenne das von uns hier vom öffentlichen Personennahverkehr, also früher war das zumindest so, dass das so diese Kinderwagentaste war. So dass da der Fahrer auch wusste, ah okay, da ist ein Kinderwagen raus, und gerade die Straßenbahnen, die noch keine Niederflurstraßenbahnen waren, die also noch richtig hohe Treppen hatten, da hat das natürlich manchmal auch ein bisschen länger gedauert, bis man die Mütter mit ihren Kinderwagen aus der Bahn bekommen hat. Das war dann auch, so wie ich das beobachten konnte, wie gesagt, ich bin kein Tramfahrer, aber so wie ich das beobachten konnte, war das letzten Endes natürlich ein Signal für den Fahrer, okay, ich darf die Freigabe nicht zu früh rausnehmen. So, hier muss ich jetzt drauf achten, das kenne ich von Lotus auch noch. Hier teilen wir uns nämlich gleich eine Fahrbahn mit den Autos. Ich sehe es nach vorne geworfen, habe ich gar nicht drauf geachtet, egal. Was mich auch interessieren würde, wie viel von den ganzen Sachen, also Texturen, bin ich mir relativ sicher, konnten die alle von dem Projekt im Lotus-Simulator wiederverwenden. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ob sie auch die Modelle so übernehmen konnten... Es gibt ja öfters mal so Konverter, die halt gewisse Modelle, die in einem gewissen Programm erstellt worden sind.
habe ich ein bisschen zu weit angehalten. Die scheinen auch alle in der Fahrerkabine getönte Scheiben zu haben. Man sieht, hier draußen ist das alles ein bisschen heller. So, schnell zu Rampenmaße. Na komm, hier fahren wir noch rüber. Das hat jetzt keiner gesehen. Auch eine interessante Sache, würde ich mich interessieren, ob es dann irgendwann mal Minuspunkte für sowas gibt. Aber auch hier aktuell die Performance sehr flüssig. Ich bin mal gespannt, ob sich das im Video darlegt, weil ich habe jetzt mal die Aufnahmemethode ein bisschen umgestellt. Ich habe jetzt eingestellt, dass jetzt mein Prozessor die Rechenleistung übernimmt, um das Video zu rendern. Und nicht mehr die Grafikkarte. Mal gucken, ob es einen Unterschied macht. Das ist so ein kleiner Test für mich. Aber performance-technisch, also da hatte ich ja echt ein bisschen Angst gehabt nach diesen teilweise Ruckelorgien, die viele YouTuber da hatten. Wo ich dann aber auch ViewApp oder Aerosoft auch nicht so ganz verstehe, warum sowas dann zugelassen wird, weil viele haben dann erstmal gesagt, also zumindest Kommentare, die ich lesen konnte, oh nee, da warte ich lieber mal ab. Natürlich hängt es auch immer mit dem Rechner zusammen. Mein Rechner ist jetzt natürlich nicht der schlechteste. Der liegt natürlich auch über den empfohlenen Systemanforderungen, ja. Aber selbst da hatte ich in München ja, in Wien manchmal Probleme gehabt. So, was mir hier zum Beispiel nicht so ganz gefällt, ist, man sieht, dass das halt ähnliche, ne, also die Muster wiederholen sich halt, wenn man so guckt, ne, hier oben zum Beispiel sieht man die gleichen Muster, die nebeneinander ablaufen. Das hatte ich ja schon mal in Wien kritisiert bei dem Winter-Update, also dem Weihnachts-Update, wo die nassen, mache ich jetzt richtig, habe ich natürlich schon gecheckt, Hust. Wo dann diese Plattentexturen unten bei den Schienen sich mehrfach wiederholt hatten, was so ein bisschen komisch aussah, aber ja gut, das sind so kleine, wie gesagt, optische Bugs, da muss man durch mit. Aber ich finde, das kommt schon atmosphärisch richtig gut rüber. So fühlt man sich im Winter. Also das ist schon. Also da freue ich mich auch schon drauf, wenn das Wetter-Update für Wien rauskommt. Wurde ja übrigens auch schon ein neuer. Oh, habe ich jetzt ein bisschen gepennt, hätte schief gehen können, aber der hat aufgepasst, der KI-Kollege. Schon ein neuer Streckenabschnitt bekannt gegeben, der möglichst Ende des Jahres Elisabethplatz in Wien released werden soll. Wobei ich da auch schon Leute gelesen habe, die sagen, das ist aber nicht die komplette Linie. Geht dann um die Linie 71, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die vor uns ist die 27, die an der Börse startet, glaube ich. Ich glaube, die KI-Linie gibt es im Beta-Update der von Tramsim Wien, gibt es die schon. Und die wird man dann fahren können irgendwie, aber ich weiß gerade gar nicht mehr den Endhaltepunkt. Also Leute, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, das ist überhaupt kein Vergleich mehr zu dem Testspiel vor ein paar Stunden. Also der Hotfix hat irgendwie einiges behoben. Der hat einiges behoben. Also ich hatte zu der Zeit schon weitaus mehr Probleme gehabt. Muss ich sagen. Also ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass das ein richtiges Bugfest wird, dieses Video. Aber siehe da, ein Hotfix später und einige Stunden später, nachdem ich zwischendurch ja was anderes machen musste, funktioniert das alles wieder. Sehr schön. Also halbwegs funktioniert es. Also auf jeden Fall weitaus besser als vorhin. Also da habe ich schon. Ich will mal gucken, ob das jetzt gleich funktioniert. Da habe ich nämlich auch gedacht, das ist ein Bug. Vor uns ist ja gerade keiner. So, das heißt, wir können jetzt auch fahren. Achso, ich habe die Freigabe noch nicht rausgenommen, ne? Ja. Ne, okay. Also vorhin hatte ich das Problem teilweise, dass
ich trotz durchgedrückten Sollwertgeber nach vorne maximal 20 km/h fahren konnte. Dann habe ich auch was gedacht, was ist das denn jetzt für ein Bug? Und dann ist mir die Idee gekommen, weil der Fabian mal erwähnt hat, dass die Bahn sich den Wetterverhältnissen auch realistisch halten sollte. Das war übrigens bei richtig schönem Dauerregen. Und dann habe ich mal langsam beschleunigt, also ne, wirklich langsamer beschleunigt. Und siehe da, ich kam dann auch wieder auf 40, 50 km/h. Ich glaube, das war einfach simuliert, dass die Räder durchgedreht sind bei zu, ne? Also dass sie deswegen nicht schneller fahren konnte. Ich weiß nicht, ob es in der Realität wirklich so ist. Ja, aber dass sie halt durchgedreht sind, wie soll ich das anders beschreiben, durchgerutscht sind halt durch die zu starke Beschleunigung. Ich weiß ja, dass es im Lotus Add-on eine ähnliche Funktion gibt. Also ich glaube, okay, hier weiß ich jetzt gerade nicht, wo ich halten muss, aber ja, also ich bin ihm schon, glaube ich, zu weit gefahren, weil ich jetzt sogar schon das Pünktlichkeitszeug bekommen habe. Ja. Ja gut, Leute, aber wenn ihr da jetzt nicht mehr einsteigen wollt, dann seid ihr selber schuld. Dann gut, ist mein Fehler gewesen, ja, gebe ich ja zu. Gebe ich ja durchaus zu. Ich meine, ich könnte mich jetzt damit rausreden, dass ich zu wenig Übung in München habe. Das Ding ist halt wirklich... okay, das ist jetzt auch ein bisschen arg übertrieben, aber lassen wir mal so. Übrigens, oben mein Profil kann ich irgendwie nicht ausschalten. Ich habe schon mehrfach probiert, es geht auch nicht. Ist wahrscheinlich auch erst ein Bug, der dann irgendwann mal behoben wird. Aber ich kenne das ja von Lotus noch halbwegs. Die Strecke bin ich ja auch wirklich so häufig schon gefahren. Ja, weil das damals, da war ja an Tramsim noch gar nicht zu denken. Und das war halt die einzige Strecke, wo man wirklich halbwegs realistisch vernünftig mit der Straßenbahn fahren konnte. Und daher kenne ich den Streckenverlauf dann auch vom Sendlinger Tor zum Petulring. Also zumindest weiß ich, wo ich da dann die entscheidende Weiche stellen muss. Wo ich ein bisschen Schiss habe, ist vom Sendlinger Tor Richtung Petulring. Da gibt es ja auch so mehrere Gleise. Da wüsste ich es gerade auf Anhieb nicht so, wo der jetzt der richtige ist. Aber das sehen wir ja dann. Bis wir da zu der Strecke kommen. Obwohl, ne, ist ja vom Sendlinger Tor gar nicht so weit weg mehr. Ja, jetzt haben wir schon wieder so ein bisschen das Problem, dass hier die Fahrgäste fehlen. Wobei auf der Station vorher standen sie. Vielleicht sind die jetzt alle sauer, dass ich sie nicht mitgenommen habe. Und das hat sich jetzt rumgesprochen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie das noch ändern, dass die Leute dann wirklich hier ganz normal rumlaufen. Dass das natürlich auch so ein kleiner Immersionskiller ist. Da hinten sehen wir, glaube ich, schon den Obelisken. Und da muss ich sagen, das sieht von der Weitsicht auf jeden Fall schon mal gut aus. Auch wenn das jetzt immer noch so ein bisschen vernebelt ist. Aber man erkennt ja schon die Bäume und so weiter. Also ich habe da erstmal nichts zu meckern. Freigabe, die vergesse ich immer. Ich versuche jetzt immer mal so ein bisschen das wieder zu reproduzieren mit dem Durchrutschen, aber wahrscheinlich klappt das jetzt so nicht. Pinakotheken. Ja, hier schön alles zugebaut hier hinten, so die Sichtlücken. Das ist das, was ich sehen möchte, ehrlich. Ah, hier stehen wieder welche, okay. Na, das ist auch so ein Grund, ich will nicht gleich immer Bug schreien, wenn Leute da nicht stehen. Es gibt ja durchaus mal Haltestellen, wo Leute halt nicht stehen und einsteigen wollen, sondern die wollen dann nur aussteigen. Also hier finde ich die Lautstärke von der Ansage zum Beispiel perfekt.
Die ist schön angenehm im Hintergrund. Das kommt einem so vor, als ob das hinten im Fahrgastraum ist. Das passt. Ja, ich habe ja gesagt, es wird ein sehr langes Video. Hier muss ich mit Timestamps arbeiten, sonst... ja. Ich hatte ja, wie gesagt, erst überlegt, ob ich da mehrere Videos draus mache, aber... Nee. So kann man sich komplett hier, also das hier dauernd wirklich perfekt abfahre, glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass mir das hier nicht angezeigt wird, ob ich Verspätung habe oder Peng. Karolineplatz. Ja, natürlich bin ich schon zu spät, weil da 14.48 Uhr haben wir. Und um 43 müsste ich am Karolinenplatz sein, also da ist schon definitiv massiv Verspätung drin. Ich glaube, ich kriege dauernd jetzt die 20 Punkte. Na Leute, ja. Also auch das würde ich nicht als Bug sehen. Ne? Also meine das jetzt hier vorne schon, hier dieses Ineinanderfahren und Durcheinanderfahren. Aber dass jetzt noch schnell hier einer rüberzieht und die Straßenbahn nochmal unabsichtlich ein bisschen schneller bremsen muss oder frühzeitiger bremsen muss, das geht es im realen Leben ja auch. Das finde ich ja gut, dass man darauf achten muss. Es ist halt immer noch schade, dass man Unfälle in seinem Profil angerechnet bekommt, wo man gar nichts für kann, weil das Auto einfach vor einem stehen bleibt und man kann einfach nicht weiterfahren und man muss das quasi zum Despawn bringen, indem man dagegen fährt. Wenn man jetzt eben bei diesem abbiegenden Auto das jetzt dann plötzlich erwischt, dass da dann ein Unfall gezählt wird, würde ich ja vollkommen einsehen. Das macht ja auch Sinn. Ja, da muss man auch aufpassen, aber die Autos passen auf, hoffe ich. Ich habe nicht in den Rückspiegel geguckt. Also ich bin positiv überrascht, ich kann es an dieser Stelle gerade nochmal wiederholen, dass ViewApp seit den Videos, die halt am Wochenende von vielen YouTubern kamen, wirklich viel fixen konnte. Also ich habe ja schönen Gruß an Ostmusic. Mit dem habe ich ja ein bisschen in den Kommentaren unter verschiedenen Videos zu tun gehabt von Fabian. Falls du das Video siehst, Grüße gehen an dich raus. Die haben tatsächlich echt einiges hier noch zum Guten gefixt, obwohl wir eigentlich beide ja vermutet haben, dass sie nicht alles schaffen werden. Aber ich muss sagen, der Großteil haben sie tatsächlich geschafft. Und das auch mit diesem Hotfix. Ich kann es nicht anders sagen, denn... Das Probespiel lief halt echt katastrophal teilweise, ja. Also, ich glaube um 11 Uhr ist es rausgekommen. Ich stehe jetzt mal wieder lieber die Weiche nach drüben. Jawohl, das passt. Otto-Straße. Das passt. So, hier können wir fahren, genau. Also, sie haben echt einiges gemacht hier. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Hotfix hat mehr gefixt, als eigentlich in den Patch Notes selbst standen. Ja, wir haben 14.51 Uhr, bald ist 15.01 Uhr, das war nämlich die Zeit, die Fabian eingestellt hatte in seinem Video, wo er da mal so ein bisschen die Nacht und Schnee gezeigt hatte. Theoretisch müsste ich sogar auch noch mal nachts zeigen. Und zwar gibt es da noch eine Linie, die man auswählen kann. Das ist die N27. Ich schätze mal, das ist dann halt der Nachtverkehr. Der Nachtbetrieb der Linie. Probiere ich jetzt mal was. Und zwar, ich stelle mal den Sollwertgeber auf 0. Aber er rollt nicht nach hinten. Na gut, weil ich habe die Haltestellen. Oh. Na, der Rollstuhlfahrer will, glaube ich, raus. Sag ich das schon länger? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet.
Ich hoffe mal, ich habe recht. Oder der wollte nicht schon vor ein paar Stationen raus. Okay, hier überlappt es aber mit dem... Ja, oh, ich habe zu früh runtergefahren, aber er will tatsächlich raus. Wer weiß schon, wer weiß seit wie vielen Stationen der eigentlich schon raus will. Mal gucken, ob er wieder ein Wheelie macht. Ne, das sieht gut aus. Ich weiß ja nicht, ob Mitarbeiter von Aerosoft oder ViewApp das Video hier sehen. Aber vielleicht kann der Rollstuhlfahrer sich auch irgendwie nochmal anders bemerkbar machen, falls er irgendwie vergessen wird. Weil ich habe jetzt eben erst gesehen, dass das geleuchtet hat. So, jetzt probiere ich das aber mal hier. Jetzt sind wir hier auf jeden Fall in so einer kleinen Steigung. Ja, okay, jetzt rollen wir wieder nach hinten. Sehr schön. Also hier müsste man jetzt die Haltestellenbremse auf jeden Fall einstellen. Und bei der Rollstuhlrampe ist sie anscheinend ein Muss. Karlsplatz Stachus. Umstieg zur U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U4, U5 and S-Bahn Services. Ich habe ja im Lotus Add-on, das war ja auch Early Access, habe ich ja schon dieses Gebäude, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, was es ist, ja so maximal gefeiert. Ich tue es natürlich jetzt immer noch, auch in der Tramsim oder in der Unreal Engine. Lotus, muss man ja wissen, die entwickeln ja die Engine selber, die sie da verwenden, was auch Vorteile hat auf jeden Fall. Ja, also sowohl halt die fertige Unreal Engine zu nehmen hat Vorteile, hat aber dann halt auch Nachteile. Wenn man halt manche Funktionen nicht genau kennt oder manche Funktionen nicht so funktionieren, wie man es vielleicht selbst gerne hätte oder sie gar nicht vorhanden sind. Andererseits eine Engine selber zu entwickeln, kostet natürlich halt unendlich Zeit. So, jetzt haben wir hier das erste Mal so ein... Weiß nicht, ob die Ampelschaltung hier richtig ist, aber jetzt despawnt der. Das kann natürlich sein, dass das spielerisch natürlich auch Sinn macht, dass man hier jetzt einfach gar nicht stehen bleiben muss. So, hier habe ich ein bisschen Schiss vor diesen Gleisen hier, da muss man mal gucken. Aber wenn ich an die Streckenführung irgendwie... Es ist so organisch, das... Von der Optik her. Jo, das war glaube ich die vorletzte Haltestelle zum Sendlinger Tor, genau. Und dann müsste theoretisch das Ganze automatisch zur Linie 27 Richtung Petulring umspringen. Das gab es in Lotus, im Lotus Add-on damals auch schon. Da habe ich aber gedacht, das haben die halt so gemacht, dass das in der Realität tatsächlich so gehandhabt wird. Wusste ich nicht. Finde ich aber interessant und vor allen Dingen auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum sie diese Linie genommen haben. So ein bisschen mehr Abwechslung. Aus dem Lotus On weiß ich ja auch noch von den Tipps, dass wenn das hier leuchtet, dass ich dann schon mal durchfahren kann, weil es dann, bis ich dann da bin, da auch grün für mich ist, sozusagen. Ob das natürlich hier alles schon umgesetzt ist, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite müssen wir hier auch nicht jetzt unbedingt zwingend warten. Das können wir auch da vorne tun. Hier funktioniert die Ampelschaltung auch noch nicht so richtig. Sendlinger Tor. Umstieg zur U1, U2, U3 und U6. Change here for U1, U2, U3 and U6. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change, please. Dieses Fahrzeug fährt weiter als Linie 27 Richtung Petulring. Ich hoffe mal, wir sind jetzt auf dem richtigen Gleis. Genau, da müsste jetzt Richtung Sendlinger Tor Wendeschleife gehen. Ah, die kriegen rot, dann kriege ich jetzt grün, jawohl. Ah, sieht einfach nur herrlich aus. Also gut, ich könnte an einigen Stellen wahrscheinlich ein bisschen zackiger fahren. Weil wir müssten jetzt hier sein um 14.48 Uhr schon wieder.
Also sie haben schon 14.57 Uhr. Ja, aber es passt eigentlich wunderbar, weil an der Stelle hat Fabian sein Video gestartet. Das heißt, wir haben 15.01 Uhr gleich. Und es ist immer noch hell, so wie es um die Uhrzeit eigentlich noch sein sollte. So, hier muss ich die, glaube ich, zum Aussteigen lassen. So. Ich glaube, hier müssen die alle aussteigen. Und direkt kann ich doch gleich weiterfahren, ne? Kein Standort gesetzt. Ja, mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Das mit dem Rollstuhlfahrer hängt mir immer noch ein bisschen nach. So, dann fahren wir mal vor. Hier kann jetzt mit der Weiche nichts mehr passieren. Hier kann man natürlich jetzt CSP-Punkte grinden. So, jetzt geradeaus, genau. Der Pfeifton scheint normal zu sein. Ja, der kann sich auch nicht so richtig entscheiden, ob er losfahren will oder nicht. Das scheint auch noch ein Bug zu sein. Sind wir mittlerweile umgeflackt? Ne, sind wir nicht. Mal gucken. Eigentlich dachte ich, dass es automatisch macht, aber da müssen wir wahrscheinlich nochmal vorfahren. So, da vorne sehen wir das Signal. So, jetzt müsstest du eigentlich ganz normal fahren. Das tut er aber nicht, der zuckelt hier nur so lang. Da kommt schon die nächste Bahn. Das ist auch so ein Punkt, wo ich glaube, gut, das kann natürlich jetzt an meiner massiven Verspätung liegen, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich despawn die Bahn mal, guckt jetzt alle weg. Ja, so, das war jetzt geplant. Dass, wenn man einen Fahrplan einrichtet, dass dort andere... Ne, das funktioniert irgendwie nicht. Das muss ich selber umändern, so wie es ausschaut. So, das heißt, wir müssen jetzt die 27.02. Wäre das die richtige? Aber es ist ja noch der gleiche Umlauf. 14.54 Uhr Betulring. Das müsste der richtige sein. 27, ja. Ja, das heißt, wir müssen da auch jetzt schon wieder losfahren. Das machen wir natürlich auch gleich. Tür zu. Aber wir ändern jetzt mal die Bedingungen. Ach, kann ich hier ja gar nicht. Haha. Okay, gut. Das war jetzt so nicht geplant. Hier geht es aber nicht. Ich kann hier die Jahreszeit nicht ändern, was ja auch Sinn macht, weil er sonst ganz andere Assets laden müsste und so weiter. Dann würde ich vorschlagen, ich beende das Video an dieser Stelle, also dieses Teilvideo, und melde mich gleich mit der Linie 27 und anderen Einstellungen wieder, denn den Frühling, den will ich natürlich auch nochmal zeigen. Also, seid gespannt, bis gleich. Und weiter geht's. Wie ihr seht, ist jetzt der Frühling eingestellt. Wir haben es jetzt um die Mittagszeit, 13.11 Uhr. Es geht jetzt Richtung Petulring. Und ich habe jetzt mal das dynamische Wetter so eingestellt auf sehr schnell, dass wir vielleicht den Wetterübergang noch mitbekommen. Und zwar ist das auch gut gelöst, habe ich so auch gar nicht gesehen vorhin. Und zwar, wenn man hier, das kann ich ja gleich mal zeigen. Eingestellt, aber der Rollstuhlfahrer will anscheinend nicht zu uns mit, oder? Ist das, weil der Typ da noch steht? Ich fahre die Rampe einfach mal aus. Notfalls schiebe ich ihm die Füße da weg. Aber vielleicht will der auch gar nicht mit. Nö, der will gar nicht mit. Wie gesagt, würde ich jetzt auch gar nicht als Bug deklarieren, weil ViewApp das ja auch immer mal eingeführt hat, dass die Fahrgäste auch entsprechend auf Linien warten. Also halt auch auf andere Linien. Ah, hier haben wir wieder eine Anzeige, ganz normal. Okay, dann war das wahrscheinlich eben einfach nur ein Bug. Ja, also wir haben Frühling. Ich denke mal, der Unterschied wird da drin liegen, dass das Grün vielleicht ein bisschen heller ist und wir vielleicht den einen oder anderen Blütenbaum sehen werden. Ansonsten kann man ja bei Frühling nicht viel anderes machen.
Genau, ich zeige das nochmal kurz. Und zwar, wenn man hier beim dynamischen Wetter, kann man ja einstellen, sehr schnell. Und hier wird einem über Mouseover auch angezeigt, Zeitspanne bis zum vollständigen Übergang der zweiten Wetterphase in Minuten, 15 Minuten. Das heißt, wir werden so langsam jetzt Bewölkung bekommen, langsam anfangen, wahrscheinlich Regen zu bekommen und nach 15 Minuten regnet es halt komplett. Sollten wir eigentlich in der kompletten Fahrt jetzt so hinbekommen. Von daher, ja, waren die anderen Einstellungen nicht so super geeignet dafür, das zu zeigen. Gehe auch mal davon aus, hier sieht man auch jetzt halbwegs vernünftige Wolken jetzt hier, dass auch der Sonnenstand dementsprechend dem Frühling korrekt ist. Was Dramsim eher ein bisschen anders macht, als es Lotus zum Beispiel macht. Bei Lotus kannst du ja wirklich komplett also jeden Tag einzeln einstellen und die Uhrzeit und dann richtet sich die Sonne danach aus. Das ist hier ein bisschen anders. Hier haben wir immer ein festes Datum, wie hier zum Beispiel 1.4. Finde ich aber auch nicht so schlimm. Ich hoffe halt nur, dass der Sonnenstand halt dann auch dem 1.4. entspricht, aber das müsste eigentlich ungefähr hinkommen. Im Sommer müsste sie ja dann noch ein bisschen höher stehen, die Sonne. Gut, das sind natürlich Kleinigkeiten, aber ja. So, wir machen das jetzt mal so. Wir gehen jetzt noch mal eine Minute vor. So. Genau, dann machen wir jetzt hier mal zu alles. Jetzt kann man natürlich wieder nicht fahren. Ja, war klar. Ja, da warten wir diese Phase nochmal ab. Ja, und dann fahren wir jetzt zum Petulring. Wie gesagt, die schwierige Teil, wo ich so ein bisschen Bammel fahre, bis nach dem Karlsplatz Stachus. Dieses ganze verzweigte Schienensystem dort, ob ich dann auf die richtige Schiene komme, Richtung Ottostraße. Und dann muss ich im Endeffekt nur noch am. Ja, weiß jetzt gar nicht mehr, wie die andere Station heißt, wo man dann halt links abbiegen muss, um Richtung Petulring zu fahren. Das heißt, dieses Stück fahren wir jetzt ja quasi wieder zurück. Karlsplatz Stachus. Umstieg zur U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U4, U5 and S-Bahn Services. Ach, naja, Kurfürstenstraße, glaube ich, war es, wo dann halt, wie gesagt, nach links abbiegen müssen. Oder hier jetzt, ne? Bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Die Weiche ist nach links gestellt, aber es müsste richtig sein, weil wir auf die linke Seite von der Haltestelle auch anfahren müssen. So, das Gleis hier kann es nicht sein, weil da kommt uns ja die andere Bahn entgegen, da kommt es ja auch schon. Ja, sind richtig. Also, ich habe zwischenzeitlich auch das Gefühl, dass das doch automatisch schon alles richtig gestellt ist. Weil das haben sie ja auch gesagt, im Gegensatz zu Wien, wenn man da einmal die Linie eingestellt hat, macht das Fahrzeug das automatisch, die Weiche richtig zu stellen. In München muss man das selber machen. Das heißt, wenn man hier in Trams in München einstellt, dass die Weichen automatisch richtig gestellt werden, spielt man es halt eigentlich nicht realistisch nach, ja, sozusagen. Dann schauen wir mal, ob wir dann zum Petulring kommen. Also wie gesagt, die erste, ja wohl jetzt nach dem, da kommt jetzt gleich das ganze Schienensystem. Dann schauen wir mal, ob wir richtig fahren. Gucken, ob wir den Fahrplan diesmal ein bisschen. Schon wieder 1,5 Minuten zu spät. Ich fahre, glaube ich, zu vorsichtig, kann das sein? Also während ich in Wien ja selten Probleme hatte, ist es hier echt schon. Ah ne, doch. Ne, ich müsste jetzt in der Autostraße sein. So verstehe ich jetzt die. So, da ist der Kreis, vielleicht sieht man noch. Das heißt, jetzt kann ich fahren auf jeden Fall, wenn die Tür hinten zu ist. Jetzt ist sie zu.
Das heißt, ja, müssen wir gleich auf jeden Fall. Ja, da ist es schon umgesprungen. So, jetzt muss ich mal schauen hier. Wie ist die Weiche gestellt? So, und ich muss doch gerade raus, oder? Otto-Straße. Geradeaus, ja. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch richtig gestellt hatte, ob die ich. Ich habe eher auf ein anderes Signal geachtet, aber ich glaube, das müsste gepasst haben. So, jetzt müsste ich auf dem richtigen Gleis sein, genau. Also da muss ich echt sagen, da hilft mir die Streckenkenntnis vom Lotus Simulator echt um einiges. Ja, bei den Autos gefällt mir hier noch nicht, dass die hier so stehen, aber gut. Wir haben hier eh ihre eigene Spur. Gucken, ob sie die Sichtlücke gefixt haben. Ich meine, die stört mich jetzt nicht so massiv, aber nö, da kann man noch durchgucken. Das sind nur geparkte Autos. Ja, aber Sicht, ne? Da, jetzt haben wir ja relativ. So, das würde ich mir noch gefallen lassen, hier, wobei man hier hinten hinter dem Dings auch schon was sehen müsste. Das ist natürlich bei dem Nebel, juckt es dann natürlich dann noch nicht ganz so stark. Jetzt haben wir ja relativ klares Wetter. Aufgepoppt ist für mich, dass ich sagen kann, kann ich mit leben. Ja, weil es ja eh gerade da rausgeht, das ist okay. Die Weiche steht, glaube ich, richtig nach rechts. Jawohl, brauche ich also nichts machen. Ist okay. Ist okay. Also komme ich mit klar. Also das war ja in den Videos von Fabian ja wirklich teilweise, dass da jetzt hier diese ganze Zeile noch nicht zu sehen war. Von daher, da kann ich mit leben. Vielleicht ändern sie da ja auch noch ein bisschen was dran, aber damit kann ich leben. Mit der Sichtweite. Das ist okay. Ich meine, das ist ja auch immer so eine Sache, die müssen ja natürlich auch immer so ein bisschen Kompromiss machen zwischen Optik und Performance halt, ne? Da würde ich mir allerdings tatsächlich mehr Einstellungsmöglichkeiten wünschen, dass sich jeder, je nachdem was er halt für einen Rechner hat, dementsprechend was einstellen kann. Aber damit komme ich klar, doch. Man sieht halt, dass es da eine Häuserschlucht ist. Natürlich sind da, wo jetzt ganz gehen ja auch Häuser weg eigentlich. Ja komm, jetzt kannst du mich. Ja, jetzt fahr. Ja, dankeschön. Müsste man jetzt dieses wegknickende Gebäude, weil man da ja ein bisschen nach rechts fährt, müsste man jetzt eigentlich auch schon sehen können. Aber gut, Leute, das ist okay. Damit komme ich klar, damit kann ich mich anfreunden. Müsste ja wahrscheinlich auch bald reinpoppen, dann wahrscheinlich, wenn ich dann diese Station hier durch bin. Ich denke, damit komme ich klar. Das ist auf jeden Fall nicht mehr so störend, wie es vorher war. Aber gut, so langsam kommt es wieder in den Störungsbereich. Ah, okay, steigen jetzt hier ein, sehr schön. Richtung Beethoven Ring.
Geht jetzt hier auch nicht anders. So, alle drin. Ist da ein Rollstuhlfahrer? Nee, ein parkes Auto. Ich dachte schon. Genau, jetzt ist es aufgepoppt. Aber ja, wie gesagt. Ich finde es nach wie vor nicht schön, aber es ist auf jeden Fall besser. Und ja. Also Sichtweite und so weiter habe ich alles auf maximal gestellt. Aber da habe ich ja schon bei Tramsim Wien gemerkt, dass das irgendwie kaum Beeinflussung hat. Also ich habe es mal auf sehr niedrig gestellt und sah noch genauso aus. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich nicht immer weiß, so helfen die Einstellungen da irgendwas. Oder manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, die sind einfach nur so aus Spaß da. Aber ich will natürlich auch niemandem was unterstellen. Ne? Nordendstraße. Also Probleme haben die mit den Scheiben, mit so Glasscheiben irgendwie noch, dass sie so milchig werden. Das ist mir ja bei der Haltestelle dort auf der Linie 23 auch aufgefallen, wo diese Dächer da sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Münchner Tor, war das die Station? Nee, ich glaube, die hieß anders. So, hier, wenn sowas halt... Ich wollte es eben noch loben, wenn das so gelöst wird. Finde ich das in Ordnung? Da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen selber dran schuld gerade. Aber hier den Fahrplan zu halten, ist echt sportlich. Ja, das meine ich. Das ist so eine Sichtlücke. Jetzt poppt das erst auf. Also, ganz ehrlich, das hätte man auch schon vor der Kurve laden können, meiner Meinung nach. Das ist das, was ich meine. Ich hoffe, das wird noch verbessert. So, mittlerweile ändert sich das Wetter. Es fängt mich an zu regnen. Mal gucken, wann die Sonnenintensität nachlässt. Eigentlich müsste das Licht definitiv schon schwächer geworden sein. Aber merkt ihr das hier? Jetzt kann ich es aber mal zeigen. Ich halte jetzt hier voll durch. Nichts passiert. Ich zeige das mal hier. Ich drücke voll durch. Er kommt nicht vom Fleck. So, und jetzt mache ich nur mal leicht. Schon beschleunigt er wieder schneller. Also nicht schneller, aber er kommt auf eine höhere Geschwindigkeit wieder. Das ist ja das, was damals auch gesagt worden ist, dass das so meistens so, wenn der Regen anfängt und sich so ein Schmierfilm dann quasi auf den Schienen bildet, dass das dann so der Moment ist, wo halt so die Räder durchschlupfen. Ich glaube, das ist der richtige Begriff dafür. Ja, ich muss sagen, dass der Wechsel der Sonne zu radikal jetzt irgendwie war. So passt das jetzt zwar halbwegs, aber das war mir jetzt eigentlich doch zu radikal, aber ist okay, gut. Vielleicht wird da ja noch was dran gemacht. Und leider sind die Regentropfen immer noch zu dick irgendwie. Was ich merkwürdig finde, wahrscheinlich wegen dem Starkregen. Ich weiß nicht, was ich eingestellt hatte.
weil in dem Testspiel habe ich das ja natürlich auch mal getestet und da sahen bis auf so Ausnahmen, die wirklich kurz vor dem von dem Fahrzeug waren, sah der Regen besser aus. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Vielleicht hängt das auch echt mit der Stärke des Regens zusammen. Naja, also auf den letzten Metern bekommen wir jetzt hier tatsächlich noch KI-Probleme zu spüren. Oh, was ist das eigentlich hier immer? Das habe ich auch schon in so vielen Videos gesehen. Soll das irgendeine Sonneneinstrahlung sein? Gut, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir rammen den mal weg. Also ich finde, solange... Ich probiere es nochmal durchgedrückt. Ja, und die Räder rutschen durch. Also ich gehe mal davon aus, das ist so gewollt. Kurfürstenplatz. Ah, jetzt kommt da die Sonne wieder ein Stückchen raus. Muss ich mal am Kurfürstenplatz jetzt gleich mal drauf achten, ob wenn die Sonne hier quasi zu sehen ist, ob die dann immer dann kommt, wenn da wirklich keine Wolke davor ist. Also ob das wirklich richtig berechnet wird. Das wäre natürlich dann schon genial. Also wie ihr merkt, ich fahre schon lange nicht mehr genau nach Fahrplan. So, aber hier muss ich auf jeden Fall... Ja, und die Weiche hat jetzt umgestellt. Habt ihr gesehen? Zack. Hier muss ich das auf jeden Fall machen, weil ich sonst wäre ich nämlich geradeaus weitergefahren. So, kann man das hier irgendwie sehen? Da oben ist die Sonne. So eine dicke Wolke davor scheint irgendwie. Ah, hier haben sie einfach eine Textur gespiegelt. Gut, ist auch nicht schlimm. Das wäre natürlich schon genial, wenn die Sonne so zwischen so Lücken scheint. Da kommt schon die dickere Wolke. Mal gucken, ob die Sonne gleich weg ist. Tatsächlich. Ah, das sind die Feinheiten, oder? Doch. Ja, das sind die Feinheiten, die ich mag. Da, vielleicht jetzt hier im Hintergrund, wenn vorne dieser dicke Regen weg ist, da sieht man es so ein bisschen. Das ist irgendwie feiner. Das ist viel schöner. So, ich hoffe, ich kriege jetzt auch gleich meine Freigabe hier. Ja. Gut, weil dann fahren wir jetzt nämlich auf den Teil Richtung Petulring. Oh, ich kriege sogar trotzdem noch Pünktlichkeitspunkte. Ich glaube, den hatte ich schon gar nicht. Muss ich jetzt hier auch nochmal halten? Hohenzollernplatz. Umstieg zur U2. Change here for U2. Ja, Räder rutschen wieder durch. Das gehört, glaube ich, noch zur Kurfürsten-Dings. Hier sieht man seine Seite mit den Fensterscheiben von den Autos. Vielleicht sollte ViewApp da auch nochmal drüber gucken. Das Problem, was ich wahrscheinlich eher haben werde, ist, dass ViewApp wahrscheinlich die Zeit hat, diese knapp 2 Stunden, die es wahrscheinlich werden, durchzugucken. Aber seht ihr, was ich meine? Wenn jetzt hier dieser dicke Regen in der Front weg ist, da im Hintergrund, sieht man trotzdem noch so leichtes Fisseln. Also der Regen, das gefällt mir auf jeden Fall besser. Mal gucken, vielleicht machen sie da ja noch was dran. Und hier merkt man auch schon so ein bisschen so den Unterschied zu Wien. Man teilt sich halt hier sehr oft irgendwie eine Fahrspur mit Autos. Ich glaube, da werden Verspätungen gar nicht... Ich habe jetzt schon wieder 4,5 Minuten Verspätung. Das ist halt echt krass. Und da ich mal davon ausgehe, dass ViewApp das so umsetzt, wie es in der Realität auch ist, vom Fahrplan her, gibt es ja 2 Möglichkeiten. Entweder ist er einfach zu hart getaktet. Oder aber ich fahre halt einfach zu mies. Tippe mehr auf Letzteres.
ja, so die Haltestellenbremse habe ich bis jetzt, bis auf das halt, wenn so Rollstuhlfahrer einsteigen wollen, gar nicht so gebraucht. Was mir halt auffällt, ist, dass die Rollstuhlfahrer überwiegend immer an der Starthaltestelle stehen. Ja, und dann halt zwischendurch irgendwann raus wollen. So zwischendurch hier mal einen aufzusammeln. Nordfahrt. Mal gucken, ob das im Laufe der Zeit, wenn ich das mal so, ohne dass ich ein Video aufnehme oder so fahre, ob das dann auch irgendwie auftaucht, dass die auch mal zwischendurch irgendwo drin sein können, die Rollstuhlfahrer, an der Haltestelle. Oh, kann ja schon nichts fahren. Aber es wurde ja auch schon bekannt gegeben, dass auch an der KI weitergearbeitet wird, von daher... Das muss man da überraschen, was da noch kommt. So, hier müssen wir auf jeden Fall rechts abbiegen. Ich stelle das sicherheitshalber schon mal ein. Was ist jetzt los? Haltebremse ist drin. Ah, falsche Taste gedrückt. So, aber die Weiche ist auf jeden Fall schon umgestellt auf rechts. Weil wir wollen ja nicht geradeaus weiterfahren. Ich glaube, das war mal für die Lotus Add-on, war eigentlich geplant, dann noch die Linie 12 zu machen. Ich glaube, die würde jetzt hier geradeaus weiterfahren. Die fährt nämlich vom Scheidplatz, glaube ich, hier lang. Aber bin eigentlich ganz froh, dass sie sich für die Linie 23 entschieden haben, weil ich finde, das ist eine sehr schöne Strecke. Das ist dieses komische Licht hier, weil man sieht gar nicht, ob ich fahren kann. Nee. Das ist nur für geradeaus. Ich muss mich an die rechte Signal orientieren. Ja, also diese dicken Regentropfen hier, wie gesagt, die... Ja. Aber ich denke mal, da arbeiten sie noch weiter dran. Die haben ja schon mehrfach gesagt, mit dem Regen sind sie nicht ganz so zufrieden. Aber ihr seht, wenn mal die dicken Tropfen im Vordergrund weg sind, im Hintergrund sieht man die richtige. Und ich glaube, wenn sie das einfach nur lassen... Okay, ich glaube, ich fahre jetzt doch mal, weil irgendwie... kommt für mich kein Signal. Schon 6 Minuten Verspätung. Ich glaube, ich kriege auch gar keine Punkte mehr. Herzogstraße. Auch nicht so ganz so zufrieden mit bin, sind halt so diese Nässe-Effekte auf der Straße. Das sieht irgendwie... Gut, kann natürlich sein, dass der Asphalt so hell ist in München, das weiß ich natürlich nicht. Naja, sind ja nicht mehr so viele Haltestellen, dann hat dieses Mammut-Video dann auch bald ein Ende. Zumindest erstmal zur Aufnahme. Schneiden muss ich natürlich dann trotzdem und zusammenfassen und Timestamps. Ich bin mal gespannt, ob ich die Timestamps alle zusammenbekomme. Ob ich das hinkriege. Aber ich denke, dann habe ich so alles Wichtige und Neue eigentlich gezeigt. So, gut, nachts habe ich es noch nicht gezeigt, aber ich denke mal, das können wir gleich einfach mal zum Abschluss, kann ich das ja mal einstellen, wenn eh die Linie durch ist, wie es dann so aussieht.
Ja, hier auch keine großen Sichtlücken nach vorne. Ich glaube, das wäre tatsächlich erst wieder gekommen, wenn wir Richtung Scheidplatz weitergefahren wären. Okay, hier haben wir wieder eine, aber ja, irgendwo mussten sie ja mal fertig werden mit dem Spiel, dass sie es releasen können. Das ist auch ein Diskussionspunkt gewesen. Zumindest hat in Discord irgendjemand geschrieben, von wegen so, haben wir so ein bisschen die Beta-Tester aufs Korn genommen und sich darüber beschwert. Und dann wurde natürlich auch ein bisschen aufgeklärt, ja, letzten Endes muss View-App da ja dann entscheiden, welche. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Scheinwische aus. Welche Priorität haben, welche sie schnell fixen können, welche ein bisschen länger brauchen. Und man darf auch nicht vergessen, meistens ist ja auch der Publisher dahinter, der ein bisschen Druck macht, weil dann auch so ein bisschen die Frage kam, warum man das nicht lieber noch mal ein, zwei Monate verschoben hat für den Feinschliff. Ja, aber wenn der Publisher sagt, ihr bringt das jetzt raus, weil der Publisher verdient natürlich dann auch sein Geld damit, dann wird der natürlich entscheiden, ja, auch diese Sichtlücke, das ist natürlich jetzt nicht so schön, aber vielleicht wird sie nochmal geschlossen. Ja, ist der Publisher natürlich derjenige, der entscheidet, was Sache ist. Was mir auffällt, auch wenn ich das Frühling eingestellt habe, ich habe bis jetzt immer noch keinen Blütenbaum oder sowas gesehen. Ja, ich komme immer noch nicht so recht vom Fleck. Auch alles ziemlich feucht scheinbar. Weil ich kam halt drauf, weil der Fabian irgendwann mal gezeigt hat von der Linie 27, nee, 28 da vom Scheidplatz. Und da sind mir am Wegesrand so einige Bäume aufgefallen, die so in Blüte standen. Deswegen habe ich dann einfach mal getippt, ob das der Frühling unter Umständen ist. Er hat das dann auch bejaht und ja, jetzt kann ich es ja mit eigenen Augen sehen. Es ist auch im Spiel implementiert. Und ich meine auch, dass die Bäume etwas hellgrüner sind. Leider kann ich das jetzt nicht vergleichen on the fly. Dazu muss ich das Spiel verlassen. Aber sei es drum, wir haben ja wirklich einen guten Eindruck bekommen heute. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zu zeigen. Petwilring, Umstieg zur U3. Change here for U3. Endstation. Terminus. Ja, mal ganze 7 Minuten zu spät. Schafft auch nicht jeder. So, muss ich mal gleich hier wieder auf eine Weiche achten. Und zwar muss ich hier auf das Innengleis, glaube ich, oder? Moment. Stopp. 27, ja. Was ich spannend fand im Lotus Simulator, war hier eine riesen Hecke, die ging, glaube ich, bis hier hoch. Ja, das scheint wohl. Nee. Ach ja, komm. Na, toller Abschluss. Die stand doch noch weit genug weg. Naja. So, wo ist hier jetzt die Weiche? Hier hat er jetzt anscheinend automatisch umgestellt. Aber die Weiche steht richtig, wobei ich hier keine Anzeige sehe. Gut, aber dann haben wir es ja wirklich geschafft. Ich habe jetzt mal die 3 neuen Strecken gezeigt. Also wirklich komplett alle. Wie gesagt, ich fahre jetzt hier keinen kompletten Umlauf. Hui. Genau, ich zeige jetzt hier keinen kompletten Umlauf, sondern habe jetzt einfach nur mal die Strecken gezeigt. Die sind ja auch ein bisschen länger. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin mal gespannt, was ihr von dem Video haltet, von den Neuerungen, von den Unterschieden von den ganzen Preview-Versionen jetzt zu der Release-Version. Ich werde mir natürlich auch noch auf die Suche nach einigen anderen Videos machen von anderen YouTubern, was die dazu sagen.
Mein Fazit, das Spiel hat auf jeden Fall zum Beta-Status oder den ganzen Preview-Videos einen großen Sprung nach vorne gemacht. Es gibt kleinere Fehler, ja, aber insgesamt gefällt mir das sehr, sehr, sehr gut. Es macht Spaß zu fahren. Das Einzige, woran ich halt noch ein bisschen üben muss, sind halt wirklich hier in München die Fahrzeiten irgendwie einzuhalten, weil das scheint irgendwie schwierig zu sein für mich. Vielleicht ist aber auch der Fahrplan wirklich zu knapp und U-App macht da noch ein bisschen was dran rum, oder es ist halt tatsächlich der Originalfahrplan, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Also ganz klare Kaufempfehlung für mich, für jeden, der was mit halbwegs mit Straßenbahnsimulation anfangen kann. Das macht auf jeden Fall Sinn und die paar Kinderkrankheiten, die werden sicherlich auch noch beseitigt. Das hat U-App bisher ja immer gemacht. Und ja, einzige, was ich noch ansprechen muss, ist, aber da gibt es auch schon Reaktionen von, ich habe keine 75% auf mein Lotus Add-on bekommen. Das war ja angesagt, dass man dann 75% Rabatt bekommt. Das war aber anscheinend Fehler von Steam. Mir soll es egal sein, die paar Euro gönne ich View App, ja. Also ich habe es mir jetzt für die 50% geholt und egal, 75, scheiß drauf. Alle anderen haben aber die Möglichkeit, trotzdem nochmal sich an den Support von Aerosoft zu wenden und dort einen Gutscheincode nochmal einzulösen. Und von daher, denke ich mal, passt das dann effektiv dann auch. Ja, lange hat es gedauert, endlich München in einer fahrbaren Version. Heißt natürlich aber auch gleichzeitig, glaube ich, dass das Lotus Add-on definitiv nicht mehr fertiggestellt wird. Das würden die Leute auch nicht in ihren Rabatt kriegen. Aber ja, jetzt kann man endlich mal München mit Fahrgästen, mit KI-Verkehr fahren, mit unterschiedlichen Wetterbedingungen. Ich denke, damit ist genug gesagt. Wie gesagt, klare Kaufempfehlung von mir. Dann bis zum nächsten Video von Dramsim. Und ja, das versprochene Lotus-Video kommt auch noch. Aber da habe ich mit einigen anderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Aber das ist nicht vergessen. Also, seid gespannt. Bis dahin, macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt, was ihr darüber denkt, wo ich vielleicht falsch gelegen habe, wie auch immer. Ansonsten, falls ihr noch kein Abonnent seid, freue ich mich natürlich auch sehr über Abonnements. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.